Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, von der Bildungspolitik jetzt zur Wiener Stadtpolitik. Da geht's heftig rund in diesen Tagen. Der Wahlkampf steht vor der Tür, denn 2020 wird in Wien gewählt. Und das Aufregerthema der letzten Woche war ein ganz besonderes, nämlich dass in drei Wiener Bezirken, konkret im 10., im 15. und im 20. der Name Mohammed derjenige ist, der am öftersten für die Burschen gewählt wird. Also in drei Wiener Bezirken führt Mohammed die Namensliste für Neugeborene an. Und das erregt auf der einen Seite Maxi Kraus, den Stadtrat ohne Portfolio, glaube ich, heißt das genau. Kontrollierend, ne? Ganz genau. Den kontrollierenden Stadtrat der FPÖ. Danke fürs Kommen, Herr Kraus. Und auf der anderen Seite erregt die Position der FPÖ in dieser Frage den Stefan Batonek, den Sprecher der Migrantenpartei der SEZ, über die wir dann nachher noch ein bisschen ausführlicher sprechen werden. Aber zuerst zum Herrn Kraus, zum Herrn Stadtrat Kraus. Lieber Max Kraus, warum ist denn die FPÖ so außer Rand und Band geraten, nur weil in drei Bezirken Mohammed auf Platz 1 der Kinderliste ist? Ja, danke für die Einladung erstmal und vielleicht kurz vorweg, außer Rand und Band würde ich nicht sagen, aber ich glaube, wir erleben in vielen, vielen Bereichen in Wien eine Veränderung der Stadt und eine Veränderung der Bevölkerung. Wir erleben, dass wir in Schulen mehr als die Hälfte der Schüler haben, die Deutsch nicht mehr als Umgangssprache verwenden. Wir erleben, dass es in der Folge große Bildungsdefizite gibt. Wir erleben jetzt bei dieser Statistik, dass irrsinnig viele Eltern ihr Kind Mohammed nennen, was ihnen ja unbelassen ist. Allerdings muss man sagen, ist es vielleicht in vielen Fällen nicht ein Beweis von gelungen in der Integration, wenn ich mich auch hier überhaupt nicht, sage ich mal, an die Namen anpasse, die in Österreich in der Vergangenheit oft, in den Österreich in der Vergangenheit oft gewählt wurden. Aber ich glaube, man muss schon noch einmal vorweg ein paar Worte zu dem Herrn Yücel sagen, der ihr Sympathisant ist. Ja, da kommt ja. Aber zuerst einmal zum Dominik Knepp, ja. Ihrem FPÖ-Chef. Der hat ja gesagt, und ich lese das vor, wir brauchen keinen islamistischen Gottesstaat und wir wollen ganz sicher keine Stadt Mohammeds im Herzen Europas. Also ich glaube, jeder Demokrat sollte unterschreiben können, dass wir in Österreich keinen islamistischen Gottesstaat brauchen. Wir brauchen hier keine radikalen Tendenzen in den Schulen, in den Kindergärten, wo wir oftmals das Problem hatten. Und wir brauchen auch sonst kein System hier, wo irgendwelche Radikalismen und schon gar nicht radikal-islamische hier Fuß fassen können. Das muss ja jeder unterschreiben können. Und eins muss man schon auch sagen, hier geht es einmal grundlegend auch um Meinungsfreiheit. In Österreich gibt es keine Scharia oder sonst irgendein Gottesgesetz, das verbietet, dass ein Politiker seine Meinung sagen kann. Das versuchen zwar jetzt anscheinend manche mit Anzeigen zu unterbinden, aber das wird keinen Erfolg haben. Sie sagen, die FPÖ sagt, wir wollen keine Mohammeds in Wien. Wir sagen, wir wollen keine radikal-islamischen Tendenzen in Wien haben. Der Vorname ist in der Form da vielleicht sekundär. Wir wollen keine Scharia in Österreich. Wir wollen keine Scharia in Österreich haben. Wir wollen nicht, dass es radikal-islamische Tendenzen gibt. Und das muss jeder Demokrat unterschreiben können. Jeder, der das nicht tut, ist hier vielleicht sogar falsch im Lande. Aber es geht ja um den Vornamen. Ihr sagt, wir wollen keine Mohammeds in Wien. Wir sagen, wir wollen keine radikal-islamischen Tendenzen in Österreich haben. Aber es geht um den Mohammed. Es geht um den Vornamen. Letztes Jahr ist angezeigt worden, das sogenannte Ali-Video damals von der FPÖ, da hat genau der gleiche, der auch jetzt die Anzeige eingebracht hat, der Herr Yücel eine Anzeige gemacht, Verfahren ist eingestellt worden. Man wollte damals die Meinungsfreiheit unterdrücken. Jetzt macht man eine Anzeige gegen den Herrn Knepp, weil er seine Meinung kundtut. Entschuldigung, wir leben in einem Rechtsstaat und nicht in einem islamistischen Land. Hier kann jeder seine Meinung sagen. Euch stört es, dass so viele Mohammeds in diesen drei Bezirken sind und überhaupt so viele Mohammeds sind? Uns stört, dass es sehr viele Symptome von Massenzuwanderung in Österreich gibt, die wir hier nicht wollen. Da gehören dazu Scharia-Kindergärten, da gehören dazu radikal-islamische Tendenzen und das wollen wir nicht und das lassen wir uns auch nicht verbieten. Und da gehört auch der Vorname Mohammed dazu. Das möchte ich in der Form nicht für jeden natürlich so stehen lassen, aber es gibt viele Bereiche, wo es radikal-islamische Zuwanderung gibt, die wir nicht wollen. So, und jetzt ist der Stefan Batonek dran, er ist Sprecher der Migrantenpartei, SEZ, und bevor wir über den Herrn Yücel, einen eurer Sympathisanten, reden, zunächst einmal Ihre Meinung dazu. Die FPÖ sagt, es gibt so viel Mohammeds in Wien. Ja, das sagt die FPÖ, das sagt halt der Herr Knepp, der verbindet das auch gleich mit Islamismus, wie man es bei seinem Posting hat halt lesen können. Ich finde, das Ganze hat, es erregt mich auf eine gewisse Art, ja, wie Sie gesagt haben, schon am Anfang, aber
eigentlich auf eine humoreske Note. Ja. Also ich muss sagen, ich finde das ja in seiner Tragik auch extrem lustig, dass gestandene Männer solche Zustände bekommen, wenn jetzt, ich glaube, da handelt es sich um insgesamt 60 Buben, die Mohammed heißen. In den drei Bezirken. In den drei Bezirken, ja, ja. Aber das ist ja... Naja, aber das ist natürlich schon eine historische, wie soll man sagen, fast Wende, dass in Österreich erstmals der Name Mohammed der meist verteilte an Neugeborene ist. Ne? Das zeigt natürlich, drei Bezirken. Ja. In drei und, Bezirken, und wenn 10., man, 15., 20. Ja, aber das ist ja kein Wunder. Ja. Diese Bezirke, das sind halt viele Zuwanderer. Eben. Ja, das ist halt so wie in anderen, halt Josef vielleicht. Aber das ist ja die Frage. Diese Zuwanderer sind ja offenbar nicht wirklich integriert, wenn die ihre Kinder weiterhin nach dem Propheten Mohammed benennen, oder? Würde ich so nicht sagen. Das ist halt ihre Religion, die sie ausleben. Ja, das ist vielleicht Teil ihrer Kultur. Aber ich kann Ihnen versichern, dass diese Leute einfach richtig integriert sind und dass ohne diese Leute Wien so gar nicht mehr funktionieren würde, wie es jetzt läuft. Ja. Das sind offenbar die Mehrheit, sonst wäre nicht der Name Mohammed der meistgewählte. Ja, aber das sind gestandene Arbeiter. Ja, das sind Menschen, die putzen gehen, ja, die Taxi fahren, die in Krankenhäusern die Betten fahren und so. Der Mohammed Yüksel arbeitet auch im Krankenhaus, ja. Ohne diesen Leuten würde Wien gar nicht mehr funktionieren. Und wenn Sie sagen jetzt, die FPÖ, Sie sind die Partei des kleinen Mannes, dann frage ich mich schon, wie Sie das übers Herz kriegen, ja, dass Sie dann auf solche Leute so hintreten, ja, und das nicht respektieren, dass die eigentlich, abgesehen davon, dass sie halt ihre Kinder Mohammed nehmen, wirklich bestens integriert sind und für die Stadt auch wirklich viel leisten. Euer Sympathisant, der Mohammed Yüksel, ja, der ja sozusagen ein Sympathisant der Migrantenpartei ist und oft auch für euch aktionistisch tätig wird, der hat den Dominik Knepp von der FPÖ wegen Verhetzung angezeigt. Ist das Ihrer Meinung nach eine richtige Maßnahme? Schauen Sie, ich bin halt sowas, was man als Autochtonen zusammenfassen kann. Ja, ein Eingeborener. Ja. Ich heiße Stefan, ich habe mit meinem Namen eigentlich nie wirklich Probleme gehabt. Auch mit Batonek nicht. Ja. Das war für 150 Jahren anders. Ja. Da war ich so ein Ziegelböhme, wie man damals gesagt hat. Aber Batonek gilt ja, aber mittlerweile gilt es als österreichisch einheimisch. Ja. Also. Ich kann sagen, der Herr Yüksel heißt Mohammed im Vornamen. Ja. Natürlich geht dem das Gimpfte auf, ja, wenn man dem dann gleich mit Islamisten in Verbindung bringt, nur weil er Mohammed heißt. Ja. Und die Anzeige wegen Verhetzung gegen den Dominik Knepp, das hätten Sie auch gemacht? Findet das die Migrantenpartei eine gute Idee? Ich finde es eine gute Idee, weil ich bin schon der Meinung, dass man weil Sie sagen, Meinungsfreiheit schön und gut. Ja. Ich bin schon der Meinung, dass man am Stammtisch, dann soll man solche Debatten führen. Ja. Aber als Politiker, sage ich, hat man eine Verantwortung, auch was den gesellschaftlichen Frieden betrifft. Und das wird dieser Verantwortung nicht gerecht. Ich sage, das ist Verhetzung. Ja. Gut, Max Kraus. Und das ist schon einmal zwei Punkte. Also erst einmal interessant, ganz zum Schluss, was den gesellschaftlichen Frieden gefährdet. Also wenn man jetzt schon als österreichischer Politiker aufpassen muss, was man sagt und ob man Kritik an gewissen Problemen wie Massenzuwanderung, Islamisierung übt, dann Angst haben muss, dass man da angeblich den gesellschaftlichen Frieden gefährdet. Entschuldigung, ich brauche hier keine Leute in Österreich, die sich im gesellschaftlichen Frieden bedroht sehen, wenn man an radikalen Tendenzen Kritik übt. Das muss ja wohl in Österreich im Sinne der Meinungsfreiheit allemal erlaubt sein. Und wenn Sie den Herrn Yüksel angesprochen haben, dass dem angeblich das Geimpfte aufgeht, wenn er mit Islamismus in Verbindung gebracht wurde. Ich hätte ihn heute gern persönlich gefragt oder ihm gesagt, dass es mich freut, wenn er mal im deutschsprachigen Fernsehen auftritt. Weil wenn man eine kurze Internetrecherche über ihn durchführt, dann findet man schnell raus, dass er gerne Interviews zum Beispiel bei Erdogans Propagandasendern gibt, die durchaus islamistisch eingestellt sind. Das heißt, hier gibt es überhaupt kein Problem, an radikalen Tendenzen anzustoßen. Hier versucht man Anzeigen zu machen gegen die FPÖ, gegen FPÖ-Politiker. Hier tritt man auch damit auf, dass hier ihre komische Partei gefordert hat, dass man die FPÖ sogar verbieten müsste. Das heißt, sie sind antidemokratisch, sie wollen keine anderen Meinungen zulassen und sie wollen die Leute, die das ansprechen, was irrsinnig vielen Wienern unter den Nägeln brennt, nämlich, dass sie sich in Wien nicht mehr zu Hause fühlen, dass sie Wien nicht mehr heimisch fühlen, die wollen sie verbieten, die wollen sie vor Gericht stellen und das ist nicht der Weg, den ich politisch gehe. Gut, ich möchte jetzt kurz mal, weil Sie gesagt haben, komische Partei, das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Bei uns, in unserer Partei, beim SOZ, gibt es keine Männer, die sich besoffen zusammenstellen und sich dann mit irgendwelchen Säbeln das Gesicht zerschneiden. Sowas finde ich als komisch. Ja.
Der Herr Yüksel tritt auch im österreichischen Fernsehen auf. Er kann Türkisch, er hat türkische Eltern. Ja, natürlich tritt er dann auch im türkischen Fernsehen auf. Und nur weil man türkisch spricht, ja, heißt das nicht automatisch, dass das ein Erdogan-Propagandasender ist. Ja. Also diese Sensibilität, ja, die Sie hier da so zelebrieren, ja, ich würde mir das auch manchmal wünschen in den eigenen Reihen. Also wenn, ja, Sie den Herrn Yüksel googeln, wenn Sie dann den Sender googeln, dem er das Interview gegeben hat, dann finden Sie sogar auf Wikipedia als in den ersten Zeilen, dass das als Auslandssprachrohr von Herrn Erdogan gilt. Wenn das für Sie nicht reicht, dann weiß ich auch nicht, aber das ist dann Ihr Problem. Herr Kraus, ich habe auch gegoogelt, ich Sie jetzt, bevor ich da hergekommen bin, und ich glaube auch nicht alles, was über Sie im Internet steht. Ja, und Sie können mich gerne alles fragen, es ist kein Problem. Nein, aber heute Schatz, ich bin jetzt Sie brauchen nicht davon ablenken. Der Herr Yüksel hat eine Anzeige gegen das Ali-Video gemacht, eingestellt. Er hat jetzt eine Anzeige gegen den Herrn Nepp gemacht, eingestellt. Sie haben eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht und gefordert, dass die FPÖ als Ganzes verboten wird. Entschuldigung, ich fordere Sie auf, kommen Sie irgendwie auf einen demokratischen Boden zurück, versuchen Sie bei einer Wahl anzutreten, aber gehen Sie nicht dauernd zu irgendwelchen Gerichten und versuchen, irgendwelche peinlichen Klagen einzubringen. Ist das nicht das auch ein ordentlicher Weg? Akt, sich zur Polizei zu gehen, eine Anzeige anzubringen? Sie können alles machen. Das ist auch rechtsstaatlich, Sie können alles oder? Machen. Ich sage Ihnen, in Österreich bin ich froh, dass wir Meinungsfreiheit haben, dass wir einen Rechtsstaat haben, dass Sie natürlich auch eine Anzeige einbringen können. Ich sage Ihnen nur, Sie haben bis jetzt damit keinen Erfolg gehabt und Sie werden es auch in Zukunft nicht haben. Darf ich jetzt eine Frage stellen, Max Kraus? Wenn man so stolz auf die Meinungsfreiheit und auf die Demokratie sagt, warum darf dann nicht jeder sein Kind benennen, wie er will? Warum stört euch das so, dass 60 Kinder in diesen drei Bezirken Muhammed heißt? In Österreich kann grundsätzlich sein Kind jeder so nennen, wie er möchte. Uns geht es darum aufzuzeigen, dass wir in Schulen die Situation haben, dass keiner mehr Deutsch kann. Nicht nur in manchen Brennpunktschulen, sondern quer durch Wien in sehr, sehr vielen Schulen. Dass wir Kindergärten haben, wo es radikal-islamische Tendenzen gibt. Allerdings wir natürlich auch viele Zuwanderergruppen haben, wo es überhaupt kein Problem in der Integration gibt. Aber beispielsweise bei vielen Islamischen schon. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und darauf wird man noch hinweisen dürfen. Ja, aber Ihr Partner an der FPÖ-Spitze, FPÖ-Wien-Spitze, der Dominik Nepp, hat ja gesagt, wir wollen keine Stadt der Muhammeds im Herzen Europas. Ja, das ist die Überschrift, wo er zuspitzt, um auf das Thema hinzuweisen. Ist das auch Ihre Meinung? Und man wird wir noch wollen darüber, keine Stadt der Muhammeds. Ich will keine Stadt der Islamisierung. Ich will nicht, dass in Wien wir eine islamische Mehrheitsgesellschaft bekommen. Und darauf versucht er hinzuweisen. Ich möchte, dass unsere christlich-abendländisch-jüdische Gesellschaft mit all den Werten, die wir hochhalten, erhalten bleibt. Und ja, ich bin gegen eine Islamisierung Wiens. Und Sie sehen diese Vornamensinflation des Namen Muhammed, wenn man das so sagen darf, als Alarmsignal. Ich sehe es als ein Symptom von vielen, dass sich Wien vielleicht in manchen Bereichen in eine Richtung entwickelt, die wir nicht wollen. Und das muss man auch ansprechen dürfen. Stört es Sie, wenn Ihr Taxifahrer, sagen wir, Muhammed heißt? Oder, wenn es ein anständiger Mensch ist, der sich integriert hat und der Arbeit nachgeht, in dem Fall Taxifahrer, stört es mich nicht. Aber mich stört es dann, wenn es irrsinnig viele Fehlentwicklungen gibt in Wien und andere versuchen mit Anzeigen, Polizei etc. hier Politiker, die demokratisch gewählt sind, mundtot zu machen. Das stört mich am allermeisten. Herr Patonek, ich meine, ist es wirklich für eine westeuropäische Stadt normal, dass die Mehrheit der Bürger hier Muhammed hast? Ich meine, wir sind ja eigentlich katholisch, wir haben Kirchen mit Spitzentürmen und keine Minarette. Es ruft bei uns noch niemand zum Moslemgebet vom Minarett herunter. Also der Name Muhammed ist ein bisschen ungewöhnlich für diese Stadt, oder? Es ist ja nicht die Mehrheit der Bürger, die jetzt Muhammed heißt. Es ist ja immer noch ein kleiner Teil. Und ich weiß nicht, ob Mehrheit der Neugeborenen in drei Bezirken. In drei Bezirken. Ich weiß nicht, ob es normal ist oder nicht. Es ist aber einfach so, wie es ist. Ja? Und ich denke mir, die Gegebenheiten sind einfach so und da muss man das Beste draus machen. Und ich habe jetzt das Privileg, beim SÖZ wirklich viele Menschen mit Migrationshintergrund kennenzulernen und das sind einfach anständige Menschen, grundanständige Menschen, die sich aber Sorgen machen
um den von mir vorher schon erwähnten gesellschaftlichen Frieden, weil die spüren ja das ganz anders als jetzt wir zu dritt, wie wir da sitzen. Ja? Sie würden sich wundern, wie viele Migranten es bei der FPÖ gibt als Wähler, aber auch in unseren Funktionärstrukturen. Wir sind die einzige Partei, die zum Beispiel einen serbischstämmigen Abgeordneten in Wien hat, der auch nicht in Österreich geboren wurde. Ja. Aber gerade unter diesen vielen Migranten gibt es eine extreme Angst vor radikal-islamischen Tendenzen, vor Islamisten. Die sind sogar teilweise vor denen geflohen. Und hier jetzt ein Klima zu machen, und so wie es die SPÖ und die Grünen in Wien tun, wo man radikal-islamische Vereine und Kindergärten auch mit Steuergeld fördert, das ist genau der falsche Weg. Und da tritt man auch die Migranten, die sich von diesen Fehlstrukturen lösen wollen, mit Füßen. Das heißt, hier darf es keine falsche Toleranz geben, hier muss man eine klare Trennlinie ziehen. Wie heißt der Abgeordnete im Vornamen, wenn ich das fragen darf? Nemanja Damjanovic, ist ein toller Mann. Wie heißt der im Vornamen? Nemanja. Nemanja Damjanovic, ein toller Mann, hat hier gearbeitet sein ganzes Leben, jetzt für uns im Gemeinderat, fühlt sich als Österreicher, ist stolz darauf, dass er hier angekommen ist, und genau solche Leute wollen wir ja. Uns geht es darum, dass es keine islamistischen Strukturen hier geben darf, wie sie leider in den letzten Jahren sich immer mehr Fuß gefasst haben aufgrund einer SPÖ-Staatsregierung. Zuerst einmal noch kurz zu Ihnen, Herr Patonek. Die Migrantenpartei SEZ, wird die bei der Wienwahl antreten heuer? Ja, wird antreten. Wenn wir das schaffen mit den Unterschriften. Dann müsst ihr wie viele Unterschriften sammeln? Gott, da bin ich jetzt ad hoc überfragt. Ja, ich glaub, irgendwas es sind 200 oder was habe ich mal gehört? Ne? 50 pro Bezirk, glaube ich. Ja, pro Bezirk sind es 50 oder so, ja. Also ein bisschen mehr als 200. Das sind fast 1000. Genau, es sind die 1200 oder so. Ihr werdet mit dem Unterschriftensammeln anfangen in Kürze. Genau, das kann man 6 Wochen vor der Wahl, und dann heißt es laufen. Also die Migrantenpartei will rein in den Gemeinderat. So ist es, ja. Und dann wollen Sie tatsächlich die FPÖ verbieten? Nein, schauen Sie, es gibt ja auch sowas wie Satire und Ironie. Ja? Und der Hakan Gördü, unser Obmann, ist ein Meister, was das betrifft. Er hat immer auch eine ironische Note. Und der will natürlich nicht die FPÖ verbieten. Warum sagt er das dann? Na, weil es im Sinne einer ironischen Provokation ist. Ja. Und die Anzeigen sind ja auch ironische Provokationen? Das müssen Sie den Herrn Yüksel fragen. Der ist bei der SPÖ. Ja, der hat halt keine Zeit gehabt heute. Ist er krank. Euer Chef will die FPÖ verbieten, meint es aber lustig. Meint das eher lustig, ja. Wobei, ich kann schon nachvollziehen, weil ich glaube, das Ganze ist ja darauf... Das ist doch kein Scherz. Nein, Moment. Es ist ja darauf zurückzuführen, dass irgendwer von der FPÖ gemeint hat, man müsse die islamische Glaubensgemeinschaft oder so verbieten. Ja? Und auf das hinauf hat er dann gesagt, okay, dann verbieten wir halt die FPÖ. Ja? Also ich finde es schwierig, darüber zu diskutieren, wenn Sie selber nicht wissen, ob es ein Witz ist oder Ihr Programm. Ich kann nur sagen, es hat eine ironische Note, Ich sage grundsätzlich, immer wenn aus irgendwelchen solchen Bereichen die Forderung kommt, Parteien zu verbieten oder Politiker mundtot zu machen, ist nichts Gutes. Ob Sie es ernst meinen oder nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber regt sich das dann auf, auch wenn jetzt aus Ihren Reihen jemand die islamische Glaubensgemeinschaft verbieten möchte? Was ist denn das für Demokratie oder für Religionsfreiheit? Ich meine, die islamische Glaubensgemeinschaft verbieten, Herr Kass. Nein, es geht darum, ob die islamische Glaubensgemeinschaft einen seriösen Anspruch darauf stellen kann, ein Sprachrohr der Muslime in Österreich zu sein, wenn man weiß, dass sie nur 1-2% aller Muslime vertritt. Das heißt, hier zu hinterfragen, ob im Sinne des Islamsgesetzes eine Organisation, die nur 1-2% der Muslime vertritt, auch der rechtmäßige Ansprechpartner ist, ist sehr wohl legitim und hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man eine Partei verbieten möchte oder nicht. Also ihr wollt die nicht verbieten, sondern hinterfragen. Ja, es wurde schon gesagt, verbieten. Hinterfragen, ob sie der richtige Vertretungskörper sind, weil sozusagen eine katholische Kirche, bei der nur 1% aller Christen Mitglied wären, wäre jetzt vielleicht auch nicht das richtige Sprachrohr in Österreich. Das heißt, hier auf einer Ebene einen Verhandlungspartner zu finden, weil es ja viele Fragen gibt, die man ernsthaft besprechen müsste, wie zum Beispiel den islamischen Religionsunterricht, und das mit einer Mehrheitsvertretung tun sollte und nicht mit einer Gruppe, die 1% vertritt. Und soll es einen islamischen Religionsunterricht geben in den Wiener Schulen? Es soll einen islamischen Religionsunterricht für die, die ihn besuchen wollen, geben, auf Deutsch, mit geprüften Inhalten von Pädagogen, die auch hier nachweisen müssen, dass sie keine radikalen Tendenzen verbreiten oder sonstige Extremismen an Kinder weitergeben, in der Vergangenheit ja leider oft passiert ist, hat die FPÖ schon aufgedeckt. Kinderbücher, die in Schulen verwendet werden mit radikalen Inhalten, wo an Kindergärten sogar radikal-islamische Einflüsse stattgefunden haben, wo wir das Kopftuchverbot durchgesetzt haben,
haben, das ja jetzt auch noch ausgeweitet werden wird. Für uns geht es noch immer nicht weit genug. Wir fordern ja auch das Kopftuch. Wir würden es gern für alle verbieten oder nur wir fordern das Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst. Im öffentlichen Dienst, nicht nur in den Schulen. Das gilt im Moment nur für Richterinnen, aber das sollte genauso für Lehrerinnen und andere im öffentlichen Dienst gelten. Magistrat soll niemand mehr ein Kopftuch tragen. Ganz genau, ganz genau. Der Magistrat ist ein säkulärer Bereich, hier braucht man kein Siegeszeichen des radikalen Islams mit dem Kopftuch. Ja, aber soll das Kopftuch noch erlaubt sein oder dort auch nicht? Naja, wenn es ein privates Krankenhaus ist, glaube ich nicht, dass der Staat hier eingreifen wird können. Aber im allgemeinen Krankenhaus beispielsweise für öffentliche Bedienstete, glaube ich, dass ein Kopftuch nicht das richtige Zeichen ist. Aber dort haben wir ja teilweise ganz andere Probleme. Da berichten Krankenschwestern und Ärzte regelmäßig davon, dass sich dort im Gegenteil sehr viele Muslime machohaft aufführen, Ärztinnen nicht ernst nehmen, Pflegerinnen nicht ernst nehmen. Und wir in Spitälern heute so weit sind, dass wir dort Sicherheitspersonal brauchen aufgrund der Massenzuwanderung der letzten Jahrzehnte. Entschuldigung, denken Sie zurück, hat man früher Sicherheitspersonal im Spital gebraucht, in der U-Bahn, in öffentlichen Parks? Das ist ja wohl auf der Hand evident, dass das mit der Massenzuwanderung zu tun hatte. Gut, sagt der Max Kraus. Ja. Jetzt wird es also einen ziemlichen Ansturm auf die Wienwahl geben. Die Migrantenpartei wird kandidieren, haben wir gerade gehört. Und dann gibt es noch eine neue Liste. Ja. Die Liste HC Stache, die auch kandidieren will. Was sagt denn der Max Kraus dazu, der ja früher mal ein Strache-Fan war? Also noch heißen sie ja DAÖ. Jetzt nennen sie sich dann vielleicht um in Liste Strache. Ich sehe die Partei allerdings nicht als meinen Hauptgegner. Mein Hauptgegner ist Rot-Grün in Wien, wird vielleicht auch die schwarz-grüne Bundesregierung sein, sind die Fehlentwicklungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Stichwort Rekord-Mindestsicherungszahlen in Wien, steigende Arbeitslosigkeit in Wien, kein Mensch spricht mehr deutschen Schulen in Wien. Das sind die Probleme, die für mich evident sind und die ich mit der FPÖ ansprechen möchte. Und wenn der HC Strache jetzt in Wien antritt gegen seine eigene FPÖ, dann enttäuscht sie das? Als eigentlich einer, der durch den Stache in die Politik gekommen ist, sind Sie enttäuscht? Ich glaube, er hat lange Zeit viel richtig gemacht. Und ich hätte mir nicht von ihm gedacht, dass er diese eigene Liste gründen wird und der FPÖ und der Freiheitlichen Familie dadurch schaden möchte. Weil die Einzigen, die von seiner Liste profitieren, sind Rot-Grün in Wien, weil er vielleicht ein paar Stimmen von der FPÖ wegnehmen wird. Allerdings ist er trotzdem nicht mein Gegner. Mein Gegner ist Rot-Grün. Danke Max Kraus, danke Stefan Batonik. Und das Thema HC Strache kehrt in die Politik zurück. HC Strache ist wieder da. Das wird auch gleich unsere nächste Diskussion bestimmen. M&M sind da. Mölzer und Miesig. Und der Andreas Mölzer ist ja sowas wie ein blaues Mastermind, ist ein langjähriger, treuer Strache-Freund gewesen, der allerdings jetzt fürchterlich enttäuscht ist vom HC und seinen Kandidaturplänen. Was Mölzer über die Strache-Kandidatur sagt, das erfahren Sie gleich nach der Werbung.